Hallo wieder bei Fallout. Ja, was soll ich sagen? Es ist jetzt gerade Heiligabend morgen, also Heiligmorgen quasi. Und ich muss jetzt zwischen Tür und Angel nochmal schnell zwei Folgen produzieren, damit das hier weitergehen kann. Und dann muss ich mich als Weihnachtsmann verkleiden und, naja, ein paar Kinder belustigen. Da freue ich mich drauf. Ja, die Frage ist ja, wir wollten in die Brauerei. Brauerei. Hey. Wie sieht der Plan aus? Nick, bleib doch mal bei mir jetzt hier. Du sollst mir mal folgen. Komm schon. Na klar doch. Genau. Ja, dann haben wir das ja. Abbrechen. So. Ich weiß, müssen wir dem jetzt hinterher? Nee, oder? Wo läuft der denn hin? Wir wollen doch erst in die Brauerei. Wo will er denn hin? Ah, hallo. Lange so, her. Er redet nur so ein bisschen mit dir. Okay, dann jetzt aber zur Sache. Karte, Daten, Aufgaben. Und zwar mit Travis in der Beantown Brauerei treffen. Und wir hatten doch noch mehr in der Beantown Brauerei. Wo ist das denn? Da. Das da. Und was war das hier noch? Ich habe keine Ahnung. Ich mach's mal an. Ne? Sicher ist sicher, falls das auch da sein sollte. Ja, okay. Dann flitzen wir da mal hin. Oh, hey. So, wo müssen wir hin? Ja, wo müssen wir bei uns hin? Okay. 19 Meter. Es ist schwer ohne Quest. In der Richtung? Aber es wird jeden Tag besser. Das ist schön zu hören. Welche Quest ist das denn? Ich wollte mich nur mal melden. Wenn du was brauchst. Wie? Nochmal zu Nick Valentine? Achso, ich sollte mir die Fallakten noch anschauen. Das mache ich nochmal schnell. Kann ja nicht schaden. Da hinten sind sie. Ja, die Boston Bugle nehmen wir mit. Solange du das Zeug trägst. Ah ja. Earl Sterlings Verschwinden, Auftraggeber Vadim Bobrov. Ah, noch ein Verschwinden zu klären. Earl Sterling, 25 Jahre älter Barkeeper im Duckout Inn. Vadim Bobrov, einer der Inhaber, bemerkte, dass Earl mehrere Tage nicht zur Arbeit erschienen war. Die Sicherheit wurde gerufen. Es gab keine Untersuchung, natürlich nicht. Das Institut hat ihn entführt, so erzählt man sich in der Stadt, wie immer. Vadim kam in mein Büro, angetrunken und mit einer rührseligen Geschichte darüber, dass er und Earl sich schon seit langer Zeit kennen und dass er nicht glauben kann, dass der Earl vom schwarzen Mann entführt wurde. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass er recht hat. Earl hatte keine Feinde, zumindest keine mit einem Motiv, ihn umzubringen. Außerdem hat er alleine gelebt, daher muss ich herausfinden, ob Vadim oder irgendjemand sonst im Darkout seine Schlüssel hat. Ich würde der Sicherheit lieber nicht erklären müssen, warum ich das Schloss an Earls Tür knacke, falls ich einen Fehler begehe und auf frischer Tat ertappt werde. Natürlich nicht. Ja, dann haben wir das ja erledigt. Dann geht's jetzt aber wirklich dann endlich mal in die olle Dings da, ne? In die Brauerei. In Earl Sterlings Haus nach Hinweisen. Ach du Scheiße. Moment, nee, nee, nee. Das machen wir jetzt aber nicht. Wir gehen jetzt... Warte mal, ich... Blende das mal eben. Welches sind das? Achso, das ist das, ne? Gut, das machen wir später. Dann geht's jetzt wirklich endlich mal zur Beantown Brauerei. Da müssen wir hier sicherlich raus. Lalala. So. Ladebildschirm. Ladebildschirm. Guck mal, so das, solche Dinger, die hätte ich gerne fürs Fenster. Könnte man da schön dran pappen. Weißt du, diese Gummidinger da kennst du doch, ne? Keine Ahnung, wie die heißen. Jedenfalls, die man so auf die Scheibe klatschen kann und, naja, von innen und von außen dann halt sehen kann. Jetzt gerade zu Weihnachten gibt es da ja eine Menge Zeugs an Weihnachten und Sternchen und Tannenbäume und Schnee und was man nicht alles in die Fenster klatschen kann. Und ich sehe gerade, das ist eigentlich nur ein Pin. Sah von vorne aus wie so ein Fensterbildding. Wenn man das hier an die Fenster klatscht, dann sind die kaputt. Weil Metallknöpfe. Nur nicht zu doll draufhauen. Ich labe auch eigentlich nur noch ein bisschen weiter, weil wegen dem Ladebildschirm, der so wieder mal richtig, richtig kurz und angepasst in der Länge ist. Boah, meine Fresse. Nach den Feiertagen kaufe ich mir eine SSD. Jetzt ist es raus. Das ist ja lächerlich hier. So, haben wir es endlich mal. Wurde auch mal Zeit. Okay, so, wieder draußen werde ich mal lieber... warte mal, wo habe ich sie? Na, wo ist denn mein Lieblingsgewehr? Da ist es doch. Das nehme ich mal lieber in die Hand. Oh, Piper, was machst du denn hier draußen? Lass mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Ja, mache ich dann. Oder du weißt schon, etwas Korrektur lesen soll.
Hab gehört, dass ich die Raider-Bande. Was sind das denn hier eigentlich für Dinger? Die sehen aus wie so ein Sputnik-Satellit. Naja. Die Frage ist ja, wie kommen wir denn jetzt da am schlausten hin? Mal kurz auf die Karte schauen. Lokale Karte. Wo sind wir denn? Da müssen wir hin. Ach du dickes Ei, ist das weit. Ach du dickes Ei. Puh, die ist ja am Arsch der Heide. Bei der Oberlandstation. Ja, macht nichts. Da haben wir auch noch eine Quest offen. Da gehen wir danach dann hin. Na gut. Entschuldigung. Mann. Oh. Vielleicht. Wer. Ja, wer da sein? Ich bin's. Wo bist du? Wo bist du denn? Echt jetzt? Echt jetzt? Oh, da bin ich ja wieder mit reingeraten hier. Ich muss mal kurz in die Giften gehen und mir erstmal diese Lage da so ein bisschen überblicken. So, Nick Valentine ist bestimmt wieder voll in der Gänge. Oh, da haben wir schon mal einen super Mutanten. Tja, super. Zack, zack. Und ich muss mal wieder flüchten, weil die werfen wieder mit irgendeinem Scheiß um sich. Puh. Wo ist eigentlich Nick? Nick schon down? Ach man. Die mit ihren blöden Dingern, ey. Tja, wie komme ich denn jetzt an die Kollegen dran? Vor allem, wie viele Mollys haben die? Rechten Arm kann ich erwischen. Na super. Da ist auch noch einer. Oh, der wird wieder mit so einem Scheiß auf mich. Na komm, schnell mal einen Schuss auf den Torso und dann war nichts hier raus aus dem Feuer hier. Und erstmal ein Stimpack geschluckt. Das läuft ja hier. Inventar, Hilfsmittel. Stimpacks sind meistens bei S. Nicht immer, aber meistens. Stimpack. Oh, eins hätte gereicht. Naja. Wir haben es ja. So, dann kümmern wir uns jetzt erstmal um den da oben auf dem. Der da schon nicht mehr ist. Na, super. Ich werde doch bekloppt hier. Wie komme ich da denn dran an die Typen? Komme ich hier hinten durch? Kann ich die ein bisschen von hinten überraschen? Oh, Tor geht in die Richtung auf. Na super. So, vielleicht komme ich von hier ein bisschen besser an die Spotsfreunde dran. Jetzt du mich haben echt wütend gemacht. Da ist er. Okay. Ich werde mal kurz gucken, wieso ich eigentlich keine. Ach du Scheiße, jetzt habe ich natürlich meine ganzen Granaten zu Hause gelassen. Yeah, narf. Na gut, dann gehen wir da mal bei mit dem Jagdgewehr nicht. Mit der Doppelläufigen auch nicht, sondern weiter mit unserer rechtmäßigen Herrschaft. Die hat zwar nicht so viel Damage, aber dafür. Ja. Feuer, ey, das ist so nervig. Ich weiß gar nicht, wo die ganzen Mollys herhaben. So. Jetzt gibt's aber mal hier auf dem Torso, mein Freund. Naja, bin ich zweimal getroffen. So, down. Auch down. Und. Ups. So, auch down. War's das? Sieht ganz so aus. Kronkorken nehmen wir mit und Munition sowieso. So, den Köter hier. Ja, nehmen wir mit. Ich habe hier doch noch irgendwo einen umgelegt. Na, ist ja egal. So, hier haben wir wieder lecker. So ekelhaft hier. Was auch immer die mit den Leuten machen. Es ist nicht schön. Es ist wirklich, wirklich nicht schön. So, Geld. Mehr Geld gibt's nicht. Apartments. Okay. Ach, da wollte ich doch gar nicht rein. Verdammt. Ich wollte doch zur Brauerei. Na gut. Wenn wir schon mal hier sind, dann nehmen wir die radioaktive Drüse mit. Und das Zeug auch. Und ein Stimpack auch. Und ein Red Eggs. Und naja, komm, dann durchsuchen wir das hier halt doch schnell. Ist auch immer ätzend, ne? Man kommt hier auch echt immer
Ja, von Pontius nach Pilatus und kommt eigentlich zu nichts, was man eigentlich machen will, weil hier so viel anderes zu entdecken ist. Okay, hier ist nichts. Naja, dass ich da raus muss, ist mir schon klar. Das weiß ich. Aber wie gesagt, wir wollen den Ladescreen ja nicht umsonst gehabt haben, ne? Ich was hören. Was? Ja, ich auch. Zeit zum Sterben. Was? Wo denn? Bis dann. Wer denn? Wieso denn? Oder? Was ist das? Ach, da. So, tschüss, Supermutant. Ich keine Ahnung, wo du jetzt herkommst. Aber immerhin haben wir wieder einen Molly. Und den werde ich auch gleich mal eben ausrüsten. Zack. So. Sehr gut. Haben wir endlich mal wieder was zum Schmeißen hier. Ja, komm, Schnaps brauchen wir nicht. Luxobrew, Kaffeekanne. Ich meine, Kaffeekanne, das ist wichtig. Also Kaffee ist immer wichtig. Okay, hier gibt's nix. Oh, da geht's wieder raus. Na gut, dann gehen wir raus. Auf die Dächer. Wieder Ladebildschirm. Ich freue mich. Das ist echt eine Seuche bei dem Spiel. Ich meine, das Spiel macht schon Spaß und so, keine Frage. Aber das ist mit den Ladebildschirmen ja immer, du. Meine Fresse. Ah. Nehmen wir mit. Sprengstoffkiste. Entsperren. Kein Wunder, dass er so viele Mollys zum Schmeißen hatte, wenn er hier oben eine dicke Kiste stehen hat. Jawohl. Cool. Finde ich auch. Nehmen wir mit. Geschickt gemacht. Geschickt gemacht, ne? Finde ich auch. Danke für die Blumen, lieber Nick. Tja, und mehr gibt's hier oben offensichtlich nicht. Ne. Na gut, dann flitzen wir hier wieder runter. Hier müsste man ja irgendwo einigermaßen heile runterkommen. Kommen wir auch. Und dann geht's jetzt aber weiter in der Richtung unserer eigentlichen Planung. Du spielst hier mit dem... Warte mal. Nee. Ah. Ach, geht gar nichts. Ah, super. Ach, und jetzt haben wir nicht mal mehr Moon. Ich werd bekloppt. Was nehmen wir denn dann jetzt? Das Jagdgewehr? Nee, die doppelte Schrotflinte. So. Zack, zack. Na, hat noch nicht gereicht. Ich werd bekloppt. Oh, die backen sich da so ein bisschen fest. Ist unfair, aber hilfreich. Und der haut ab. Alter Feigling. Na gut. So, das Fleisch nehmen wir mit. Ja, das nehmen wir auch mal mit. Soll meine Visage wirklich die letzte sein, die du siehst? Die hatten offensichtlich auch schon Kontakt mit den Hunden. Wo ist Nick denn? Nick, wenn noch nicht mal weg. Erwischt. Was denn, wie erwischt? So macht man das, Nick, alte Säge. Weißt du Bescheid? Kommen wir hier durch? Nein. Aber hier kommen wir lang. Dass hier auch alles so kaputt sein muss, ey. Nur wegen so einer kleinen Atombombe. Oder ein paar Atombomben, die hier runtergefallen sind. Junge, Junge. Na gut. So, diese Richtung. Was ist hier los? Kurz auf die Karte schauen. Oh. Was ist denn das hier? U-Bahn-Station. Achso, hier waren wir ja schon mal. Wenn das die U-Bahn-Station ist. Wird ja wahrscheinlich ein paar mehr geben. Wäre ja sonst blöd, ne? Wenn du mit einer U-Bahn einsteigst und immer zur gleichen Station fährst, dann ist ja doof. Wer ist er denn? Dieser Bereich steht unter unserem Schutz. Ja, halt die Klappe. Ich komme zu euch, komme ich später. Dann schlagen wir uns hier mal durchs Gemüse. Tja, das brauchen wir alles nicht. Denn unsere Rüssi ist ja, naja, schon nicht so schlecht eigentlich im Moment, finde ich. Also ich komme damit ganz gut klar. Mit Sicherheit könnte man das schon wesentlich besser haben, aber ich habe keine Ahnung. Oder ich habe, was heißt, ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach nicht die Geduld zu, das alles immer zu modden und zu machen und zu tun. Blume. Ja, nehmen wir mal mit. Kann ja nicht schaden, ne? Wie weit ist denn das noch, ey? Mann, Mann, Mann. So, hier runter. Ach, hier hatten wir doch mal einen Kontakt mit so einem Skorpion, oder? War das nicht hier? Sah jedenfalls ganz ähnlich aus.
Baumstamm ist mir auch egal. So, 72 Meter noch. Pilz? Ach, aber kein mitnehmbarer Pilz. So, und hier müsste doch vielleicht irgendwann mal die Brauerei kommen. Das sieht hier doch ganz nach Brauerei aus und da steht auch schon Travis in der Gegend rum. Oh, Gott sei Dank. Oh, ne? Hallo. Oh, Gott sei Dank. Hm? Du bist da. Bin ich. Oh, Gott sei Dank. Du bist. Ja, dann würde ich sagen, ganz ohne Umschweife. Naja, was heißt ohne Umschweife nicht? Ich schweife nochmal eben einmal um das Gebäude. Nicht allzu weit, aber mal eben so. Ah ja. Wirklich nicht. Ganz ehrlich, das Bier trinke ich nicht. Gut, jetzt aber ohne Umschweife hinein in die Beantown Brauerei. Da sage ich mal Hi in der Brauerei. Oh mei, oh mei. So. Triff, Helf, Travis. Ja, jetzt habe ich die beiden dabei. Das ist praktisch. Ah, überall diese Figuren, ey. Ich meine, wir legten die da hin. Im Terminal. Nice. Benutzen wir mal. Vielleicht können wir irgendwelche Türme auf unsere Seite bringen. Info zur Brauereiführung. Halbstündlich, bla bla bla. Kostenlose Bierprobe, $5. Würde ich glatt mitmachen, aber. Ich glaube, die sind zurzeit nicht. Nicht Endstation! Was? Endstation? Ich glaube, wir sind nicht allein. Das glaube ich auch. Da! Oha, da oben. Nee, so wollte ich gar nicht. So wollte ich. Na komm, die Kakerlake hauen wir kurz weg. Oder auch nicht. Alter, was ist hier denn los? Du bist rein, denke ich. Kriegst du ja wieder nichts mit hier, ey. Also ich jetzt. Die Kakerlake war aber auch noch irgendwo. Da draußen ist was. Wenn man vom Teufel spricht. Das ist wer, wo, wie, was denn? Ja. Das Radio lassen wir mal aus lizenztechnischen Gründen schön aus. Also nicht, dass ich jetzt unbedingt das Video monetarisieren will. Oh, Maka. Weg! Der Welt hier einen Gefallen. Erschreck mich nicht so, du Sack. Keine Ahnung, ob das jetzt schlau war, aber der hat mich echt gerade ein bisschen erschrocken. Blöder Affe. Oh, hier, Aluhol. Ich glaube, Aluhol brauchen wir eigentlich gar nicht, weil Aluhol macht eh nur abhängig. Aber ist ja egal, ne? Aber wenigstens was wir wegschmeißen können. Yay. Reichlich. Warte mal, das wollte ich gar nicht trinken, ne? Da kam doch der eklige Scheiß aus dem. Oh, Vorstation. Kann ich jetzt? Das heißt, nee, während eines Kampfes. Ich meine, ist ja nicht so, dass ich jetzt. Wo ist denn der Gegner? Da. Da ist nichts mehr. Na gut, merken wir uns mal, dass da unten eine Kochstation ist. Wo sind die denn? Ach, genau über mir wahrscheinlich. Da sind auch noch welche. Nehmen wir mal kurz das Scharfschützengewehr. Das da. Das war das. Tja, Bull und Tom haben es schon hinter sich. Jetzt kommt noch Cougar. Brauchst dich nicht verstecken. Doch, muss ich. Alles vorbei. Weil, wenn ich mich nicht verstecke, dann erschießt du mich ja. Entsprechend mache ich das mal lieber. Könntet ihr mal stehen bleiben, damit ich euch erschießen kann? Das wäre sehr freundlich. Zeig dich! Los! Wenn du dich traust! Ich dachte, ich hätte was gesehen. Hast du aber nicht. Einfach auf, Arschloch! Oh, 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 oh. Und wieder wechseln auf die. Doppelläufige.
Ach, Scheiße. Gerade als ich dachte, man könnte sich... Schnell mal ein Stimpack. Dabei hat das so gut angefangen. Hilfsmittel, Stimpack, ganz unten. Juhu. Nee, nicht ganz unten, aber fast ganz unten. So. Doch noch gütlich einigen. Ja, wir haben uns gütlich geeinigt. Sehe ich genauso. Das nehmen wir mal mit. Das auch und das auch. Impro-Pistole. Brauchen wir nicht. Ach, die Automatikpistole Scheiße. Hätten wir auch nicht gebraucht, aber naja. Gut, dann gucken wir jetzt hier mal weiter. Einer ist nämlich noch übrig. Müsste hier irgendwo stehen. Der Ort hier ist echt vor die Hunde gegangen, nicht wahr? Ist er. Zeit, sie fertig zu machen. Oh, da ist er. Tschüss. Oh, tschüss. So, jetzt aber auf dem Torso. Zweimal und bitte, danke, gerne. Nach kurz mal laden und dann tschüss. Tschüss. Oh, Kollege, Feierabend für dich. Kühlmittelkreislauf auch in Wallung. So, das nehmen wir mit. Metallrüstung brauchen wir alles nicht, haben wir doch. Nehmen wir. Das lassen wir liegen. Ich glaube, ich möchte nochmal jetzt kurz zurück zu dem... zu der Kochstation. Denn jetzt sollten wir ja eigentlich nicht mehr im Kampf sein. Und hier ging es nicht zurück zu der Kochstation. Ah, nun? Ah, hier ging es zurück zur Koch... Ja, das zum Thema, wir sollten es erledigt haben. Na gut. Nix. Gut, jetzt aber hier. Da braucht doch keiner. Da oben möchte ich gerne hin. Wie komme ich da denn hin? Okay. Eine Waffenstütze. Entschärfe ich mal. Kann ich nicht entschärfen. So, da ist der Aufzug. Den wollen wir noch nicht nehmen. Erstmal kurz hier unten so ein bisschen rumgucken. Jetzt haben wir hier ja ein bisschen Ruhe. Hoffe ich jedenfalls. Kann ich hier rein? Natürlich. Natürlich nicht. Aber ich kann. Was denn? Verdammt. Laborstation. Ja, probieren wir mal. Yo, Buffjets. Da können wir doch mal ein bisschen was herstellen. Ich denke, das solltest du dir genauer ansehen. Buffjets, Psycho. Ja. Ach so, dafür brauche ich die... Oh, was ist das denn für ein Gestank? Okay. Granaten kann ich nicht. Da, Injektormunition. Packspritze, beruhigt das Ziel. Ja, komm, machen wir einfach mal. Guck mal, da konnte ich noch mehr von herstellen. Boah, da kann ich ja eine Menge von herstellen. Oh, warte mal, das kostet mir auch immer eine Nuka-Cola. Das ist ja nicht so gut. Okay, das war's. Ja, verlassen. Genau. Ansonsten gibt's hier nichts, ne? Geräuschfalle wird auch nochmal entschärft. Und das war's hier in der... in dem Kabuff. Und ich sehe schon, wir haben 23 Minuten. Das heißt, oh, ein Teddybär. Den nehmen wir nochmal mit. Der ist schön. Das bedeutet, wir machen jetzt eine Aufnahmepause und eine Folge nehme ich noch auf. Und dann muss ich mich zum Weihnachtsmann machen. Also, bis morgen, ne? Ciao, ciao.